Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von So bunt wie das Volk, unsere Reihe zu Demokratie und Repräsentation. Ein weites Feld, das wir beackern, ein demokratietheoretischer und demokratiegeschichtlicher Evergreen. Es ist auch erst der Anfang der Reihe. Wir haben für lange Zeit zu tun. Beim reinen Auftakt mit Robert Habeck und Kerstin Gammelin wurde schnell klar, spannend wird es für uns immer dann, wenn wir den weiten Bogen schlagen von der Geschichte zur Gegenwart, von den Werten und Normen zu den konkreten Regeln und Instrumenten, die wir jetzt brauchen. Das wollen wir auch heute wieder versuchen. Und auch heute gibt uns wieder ein Buch den Anlass für unser Gespräch. Es heißt Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Wie schafft man Demokratie? Und ist gerade bei Suhrkamp erschienen. Der Autor Jan-Werner Müller, die meiste Zeit des Jahres Professor in Princeton für Politikwissenschaft und vielen von Ihnen sicherlich bekannt als Public Intellectual, der immer wieder durch seine ideengeschichtlichen Arbeiten etwa zum Populismus oder zum Liberalismus auffällt. Aktuell ist er Fellow am Wissenschaftskolleg hier in Berlin, weshalb wir ihn heute frisch getestet und ohne zusätzlichen CO2-Fußabdruck hier im Haus in der Böll-Stiftung begrüßen können. Mit ihm diskutiert gleich Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Während sich die beiden unterhalten, können Sie, sofern Sie über Zoom in der Veranstaltung drin sind, gerne den Chat nutzen, und zwar für Ihre Fragen, aber auch für Ihre Kommentare und Anmerkungen. Meine Kollegin Solveig Bartusch und ich schauen dann drauf und ich werde rechtzeitig, wahrscheinlich so gegen 19.40 Uhr, hier von dieser Position aus nochmal einige Ihrer Kommentare und Fragen an die beiden zurückspielen. So, jetzt noch einen Dank an das ganze Team vor Ort hier und auch an den Suhrkamp Verlag für die Kooperation. Und ein kleiner letzter Terminhinweis, nämlich an die nächste Veranstaltung in der Reihe. Die findet statt am Montag, dem 31. Mai, wieder um 19 Uhr. Dann unter dem Titel Deine Stimme in Berlin, Wahlkampf im Wahlkreis. Und es diskutieren die Historikerin Claudia Gatzka mit Anna Löhrmann, Politikwissenschaftlerin, ehemalige Bundestagsabgeordnete und aktuell wieder Direktkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg. Dann geht es um Geschichte und Gegenwart der politischen Kommunikation vor Ort. Und worum es heute geht, sagt Ihnen jetzt Ellen Überscheer. Danke, lieber Roman Leandre Schmidt. Danke auch für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und noch einmal auch von mir ein herzliches Willkommen an Jan-Werner Müller. Wir freuen uns auf die Trias, auf die Diskussion über die Trias Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit mit dem dann etwas vieldeutigen Untertitel, wie schafft man die Demokratie? Das einerseits erinnert es an dieses, wir schaffen das, auf der anderen Seite hört man auch so ein bisschen heraus, wie schaffen wir die Demokratie? Hoffentlich nicht ab. Also ich finde immer, Herr Müller, das will ich gerne zum Anfang nochmal sagen, dass Ihre Beiträge ein immer großes Vertrauen in die Kraft der Demokratie und in die Mündigkeit der sich selbst mobilisierenden Bürgerinnen und Bürger ausstrahlen. Und es ist interessant, dass diese Haltung, so würde ich es nennen, und um Haltung habe ich das Gefühl, geht es ja auch ein bisschen in Ihrem Buch. Also was steckt eigentlich hinter den demokratischen Regeln? Welcher Geist steckt dahinter? Lösen Sie regelmäßig Empörung und Kontroverse aus? Das ist doch eigentlich ganz interessant. Ich würde aber gerne mit der Diagnose anfangen. Roman Leandre Schmidt hat darauf hingewiesen, dass wir angefangen haben zu diskutieren über die politische Öffentlichkeit. Wir haben in Deutschland im Moment, wie ist deren Zustand? Und wir haben geredet über politische Regression in einer ähnlichen Veranstaltung. Sie kennen die Literatur und die Personen, die dahinter stehen. Und die Diagnose ist ja klar. Sie schreiben, Millionen sind unzufrieden mit der Demokratie. Und wenn wir uns Daten und Fakten angucken, dann sehen wir, wie das Widem-Institut in Stockholm Zahlen erhebt. 68% der weltweiten Bevölkerung leben nicht in Demokratien, sondern in Autokratien. Nur 14% der Weltbevölkerung in liberalen Demokratien. Also das sind ja nicht so besonders viele. Hinzu kommt, dass in der Pandemie 2/3 der Länder die Medienfreiheit eingeschränkt haben.
Rechtsstaatlichkeit zum Teil abgebaut haben, entweder zeitweise oder langfristig. Also was ist los mit der Demokratie? Wer ist eigentlich schuld? Also die Bürgerinnen und Bürger, die in Wahlen die Autokraten bestätigen, oder die politischen Eliten, die versagen? Was ist Ihre Analyse? Wer ist schuld? Seien Sie mir nicht böse, wenn ich direkt sage, dass die Frage mit Verlaub genau falsch gestellt ist. Also gerade nach 2016 gab es ja eine sehr, sehr starke Tendenz, entweder zu sagen, das Volk selber ist schuld, die vermeintlich irrationalen Massen haben sich Trump, Brexit, was auch immer, alle selber eingebrockt. Also gerade im weitesten Sinne Liberale konnten sich ja geradezu suhlen in so Art Vorurteilen, die wir alle schon aus der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts kennen. Also die Massen warten immer nur darauf, von dem großen Demagogen irgendwie abgeholt zu werden. Oder die konträre Meinung, nein, es sind irgendwelche kosmopolitischen Eliten, irgendwelche raffgierigen Eliten etc. etc. Also auch oft, aber nicht notwendigerweise, mit so einem antisemitischen Unterton auch. Und mein Ansatz war im Grunde zu sagen, wir müssen weg von dieser Fokussierung auf Personen, seien es die vielen oder die wenigen, und uns wieder auf Institutionen konzentrieren und fragen, was ist bei denen vielleicht schiefgelaufen? Wie sind die vielleicht nicht so aufgestellt, wie sie aufgestellt sein sollten? Und ganz nur nebenbei, auch nicht immer direkt auf diejenigen hören, die sagen, oh, die Menschen wenden sich irgendwie alle von der Demokratie ab. Das ist empirisch aus meiner Sicht alles sehr fragwürdig, was da zum Teil behauptet wurde. Unabhängig davon ist es aber auch nicht so, als hätten die Antidemokraten, die, wie Sie sagen, natürlich sehr stark geworden sind in den vergangenen Jahren, als hätten die jetzt sehr viel an Ideen anzubieten. Also die Vorstellung, Millionen von Leuten würden sagen, ah, aber hier gibt es doch ganz eindeutig die große Alternative, das andere System, was wir viel lieber wollen, so ist es ja auch nicht. Also insofern ist es auch eher so, als würde die Demokratie, wenn überhaupt, eher von innen verrotten, als dass man jetzt sozusagen den Leuten vorwerfen könnte, ihr habt das nicht verstanden oder ihr macht das alles falsch oder gar ihr wählt die falschen Leute. Aus der Polarisierung als Diagnose, aber auch als, Weg, auf dem man das Problem lösen kann. Beziehungsweise auch der Versuch zu sagen, dass Polarisierung eben nicht sozusagen eine unausweichliche Konsequenz ist. Das wird ja zum Teil schon behauptet. Also wir als Menschen, wir sind irgendwie immer in irgendwelchen Stämmen und deswegen müssen wir uns quasi irgendwie hassen. Es ist völlig natürlich, dass die Gesellschaft immer auf irgendeine Weise gespalten ist. Nein, das Ganze hat ja immer eine Geschichte. Und um nur ein Beispiel zu nehmen, natürlich kann man versuchen, Politik in den USA so zu verstehen, dass man mehr oder weniger die kulturkämpferische Rhetorik der Republikaner einfach nachbetet und sagt, natürlich der mittlere Westen, das vermeintlich wahre Amerika auf dem Land, die Konservativen gegen die vermeintlich kosmopolitisch liberalen Eliten an der Küste, das erklärt alles. Nur, erstens hat das Ganze eine Geschichte. Das ist ja geschaffen worden von den Republikanern als, wie man ja glaube ich heute auf Deutsch sagen muss, als Framing der ganzen Politik. Und vieles von dem, was uns als kulturelles Problem oder moralisches Problem verkauft wird, hat natürlich oft ganz klare ökonomische Ursachen. Also die Leute sind abgehängt, weil man sie zum Teil einfach sehr schwer erreichen kann. Weil nach der Deregulierung es sehr teuer wurde, in gewisse Teile des Landes zu fliegen. Es gab keine lokalen Banken mehr. Das soll nicht heißen, dass jeder Konflikt sich irgendwie immer aufs Ökonomische reduzieren lässt. Das will ich nicht behaupten. Aber die Tendenz ist auch hier meiner Ansicht nach, dass auch im weitesten Sinne Liberale auch in so einem merkwürdigen Selbstkasteiungsreflex gesagt haben, okay, das stimmt ja. Wir haben den Leuten ja nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt und die sind ja irgendwie alle ganz anders. Also zum Teil sind die Leute ja wirklich auf so eine Art Trump-Safaris gegangen, nach dem Motto, jetzt gehen wir auch mal in die Appalachen, gucken mal, wie da so die Eingeborenen sind. Und irgendwann kam man dann zu dem Punkt, dass also kein weißer Mann eigentlich in einem Diner im mittleren Westen sitzen konnte, ohne dass nicht direkt drei Soziologen und vier Reporter von der New York Times um ihn herum standen, um seine Seelenzustände zu erkunden. Natürlich ist es wichtig, die Leute zu fragen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Aber man ist in gewisser Weise auch einfach den anderen, den Rechten, um es sehr deutlich zu sagen, auf den Leim gegangen und hat einfach dieses Framing übernommen und damit viele andere Probleme eigentlich außen vor gelassen. Okay, aber zugleich ist es ja so, dass es Treiber oder unzugleich ist es so, dass es Treiber dieser Verunsicherung oder dieser,
dieser Unzufriedenheit mit der Demokratie gibt und das Stadt-Land-Gefälle, das sich jetzt ja in den USA dadurch aus meiner Sicht, aber das müssen Sie widersprechen oder bestätigen, so verschärft hat, weil eben dieser Frame im Mittleren Westen auf so ein großes Echo getroffen ist und so angenommen worden ist, dass das Stadt-Land-Gefälle schon etwas ist, das beobachten wir ja nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, an dem wir arbeiten müssen. Stichwort Infrastrukturen, Stichwort wirklich, also was Mobilität angeht, Zugänglichkeit zu Ärzten, wie weit ist es zum nächsten Geschäft, zur nächsten Bibliothek, zum nächsten Kultureinrichtung. Also alles diese Dinge, die ja in der Tat ein Problem sind. Und ein zweiter Punkt, der sicherlich auch in allen westlichen Demokratien eine Rolle spielt, ist die Verunsicherung im Wandel, die eigentlich zu einer Sicherheit im Wandel werden müsste. Und da würde ich sagen, sind Treiber der Unzufriedenheit mit Demokratie. Was leistet eigentlich der Staat für uns? Und ein dritter Punkt, das würde mich interessieren, weil Sie ja an vielen Stellen sagen, es sind nicht die kulturellen Unterschiede, sondern es geht wirklich um Ungleichheit im Sozialen. Es gibt aber doch auch eine Ungleichheit oder eine Unzufriedenheit mit mangelnder Repräsentation. Also die Vielfalt der Gesellschaften, die zunimmt, die in Deutschland zunimmt, in den USA ist sie ohnehin schon immer hoch, da fühlen sich eine ganze Menge Gruppen und Menschen ausgeschlossen von politischen Entscheidungsprozessen. Würden Sie sagen, das ist auch ein Treiber der Unzufriedenheit der Demokratie oder sagen Sie, nee, das ordnet sich eigentlich alles unter in so eine Gerechtigkeitsfrage? Ich würde das nicht alles subsumieren wollen. Ich würde aber auch darauf hinweisen, dass halt Unzufriedenheit und Probleme in der Demokratie ja nichts Neues sind. Die Frage ist, haben Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, okay, ich bin unzufrieden, aber dieses System kann diese Unzufriedenheit auch irgendwie aufnehmen oder bearbeiten. Und das wiederum lässt sich runterbrechen auf die Frage, ist sozusagen ein politisches System flexibel genug? Ist es zugänglich genug? So dass sich neue Bewegungen, neue Parteien bilden können, so dass also auch Wandel sich abspielt, dass zum Beispiel auch der Abstieg von Volksparteien, ohne jetzt irgendeiner bestimmten Partei damit schmeicheln zu wollen, dass das im Grunde auch was völlig Normales sein kann und dass das nicht automatisch Krise der Repräsentation ist, sondern dass es eigentlich das Gegenteil zeigt, nämlich Parteiensysteme sollen ja wandelbar sein. Und Bürgerinnen und Bürger, solange sie das Gefühl haben, okay, meine Unzufriedenheit lässt sich irgendwie auch ausdrücken, werden, denke ich, auch da bei der Stange bleiben. Also insofern ist Unzufriedenheit nicht an sich eine Gefahr. Die Gefahr entsteht wirklich erst dann, wenn Leute sich wirklich abwenden. Und das gibt es natürlich auch. Also das haben wir ja auch schon oft diskutiert, dieses Problem der Zweidrittelgesellschaft, dass halt gerade im unteren Einkommensspektrum es wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die überhaupt nicht mehr wählen gehen. Die wirklich das Gefühl haben, nee, da ist eigentlich überhaupt nichts für mich dabei. Es stimmt auch nicht, wenn ich das nur noch hinzufügen darf, dass sozusagen viele von ärmeren Schichten sagen, ja, aber jetzt gehen wir zu den Rechtspopulisten, weil die sozusagen sprechen ja jetzt endlich die Probleme an, die uns wirklich umtreiben. Das ist, denke ich, ein Fehler, den Sozialdemokraten immer wieder machen, dass sie denken, aha, wenn wir jetzt den Rechten so ein bisschen nachlaufen, dann kriegen wir die Leute zurück. Empirisch ist es ja so, dass viele von diesen Bürgerinnen und Bürgern eben gar nicht mehr wählen gehen. Und auch nicht sagen, die Rechtspopulisten decken jetzt irgendwie ab, was wir wirklich wollen. Also insofern, das Problem ist real. Aber es lässt sich im Grunde auch immer noch im System bearbeiten. Es hängt immer sehr davon ab, wie man auch Konflikte anzettelt. Also diese ganzen Konflikte, Spaltungen in der Gesellschaft, die sind ja nicht irgendwie objektiv gegeben. Das muss man ja erstmal in gewisser Weise politisch aufbereiten. Das kann man so oder so machen. Man kann das demokratiekompatibel machen. Man kann es aber auch auf andere Weise tun, so wie es halt bekanntermaßen Rechtspopulisten tun. Die sagen, okay, unsere Lösung ist, dass die so und so Gruppe eigentlich gar nicht wirklich dazugehört. Oder die sind an allem schuld und wenn die weg wären, dann würde sich alles irgendwie neu lösen lassen. Ich sage das nur auch deswegen mit einer gewissen Betonung, weil ein Wort, ein Begriff, der ja in Deutschland eine unglaubliche Konjunktur erfahren hat in den letzten 5, 6 Jahren, ist Zusammenhalt. Also alle wollen ja Zusammenhalt. Keiner ist ja dagegen. Ist ja auch im Grunde gut so. Aber wie unser Kollege Rainer Forst zu Recht gesagt hat, heißt ja Zusammenhalt normativ erstmal noch nicht sehr viel. Also mit Verlaub, die Mafia, die hat auch sehr viel Zusammenhalt. Die Frage ist, Zusammenhalt unter welchen Bedingungen und im Lichte welcher Ideale? Und im Grunde ist ja auch Zusammenhalt kompatibel mit sehr viel Konflikt auch. Also würde, glaube ich, auch jeder, der eine Familie hat, sagen, wir können uns auch mal streiten, das ist völlig in Ordnung. Nur was wir nicht tun dürfen, ist zu sagen, nee, die gehören überhaupt nicht mehr dazu, die werden quasi irgendwie ausgestoßen. Oder wenn man
irgendwann vielleicht auch überhaupt keine gemeinsame Faktenbasis mehr hat. Also klar, Faktenmeinung ist nicht immer einfach zu trennen. Wäre sehr naiv jetzt zu sagen, das sei immer alles völlig offensichtlich, was Fakt ist und was nicht. Aber uns fallen, denke ich, auch allen Beispiele dafür ein, wo man das Gefühl hat, das können eigentlich gar keine Konfliktpartner mehr sein. Entweder, weil sie uns wiederum die Zugehörigkeit absprechen und sagen, ihr gehört sowieso nicht dazu, warum soll man mit euch reden? Oder wir finden überhaupt keine, auch nur annähernd gemeinsame Problembeschreibung, sodass wir im Grunde völlig aneinander vorbeireden. Das ist das nicht sozusagen eine Tiefe der Konflikte, die wir vielleicht in früheren Jahrzehnten nicht hatten? Mir gefällt sehr gut, was der Aladin Mafa'alani, dieser Bildungsforscher, sagt. Naja, es geht jetzt nicht mehr darum, sitzen jetzt mal alle mit am Tisch, sondern es geht jetzt darum, was ist eigentlich das Rezept von dem Kuchen, den wir da backen. Und das, ja, das hat natürlich, und den wir dann teilen. Also das hat natürlich eine ganz andere Qualität von Ansprüchen an Repräsentation an, und Mitbestimmung in politischen Entscheidungen, als dass man sagt, naja, wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Ausländerbeirat und dann können die hier mal sagen, was sie so möchten in dieser Gesellschaft. Nee, so ist es nicht mehr, sondern gleichberechtigte Ansprüche von all das verunsichert natürlich auch wiederum andere. Das haben Sie ja in der identitätspolitischen Debatte auch noch mal vorgehoben, dass sie, die die Macht haben, immer gerne darüber gar nicht so gerne reden wollen. Also sind das nicht, also sind es nicht auch wirklich tiefgreifende Konflikte, wo wir uns schon Sorgen müssen, machen müssen, ob die Demokratie als System das absorbieren kann oder brauchen wir auch, aber dazu kommen wir dann noch, wir sind ja noch bei der Diagnose, brauchen wir dafür dann neue Instrumente, das müssen wir nachher nochmal diskutieren. Aber sind diese Konflikte nicht doch ein bisschen schärfer und tiefer, als sie meinetwegen in vergangenen Jahrzehnten waren? Also ich würde zustimmen, dass das Konflikte sind, wo es wirklich um Grundsätzliches geht und wo auch natürlich immer sehr schnell gewisse harte Grenzen erreicht sind. Also wenn man jemand anderem die Zugehörigkeit abspricht, dann ist das sehr, sehr viel schwieriger in einem politischen System zu bearbeiten, keine Frage. Nur, man darf auch daran erinnern, dass die Tatsache, dass früher sozusagen diese Themen gar nicht artikuliert werden, wurden, natürlich normativ einfach nicht akzeptabel ist. Also natürlich gab es früher latent auch ganz, ganz viele Sachen, über die halt nicht geredet wurde. Und da wurde halt gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, also das existiert quasi gar nicht. Also insofern kann man nicht sagen, da gab es irgendwie goldenes Zeitalter, in das wir uns zurückwünschen würden. Und man darf, denke ich, auch daran erinnern, dass es natürlich früher auch schon extrem harte Konflikte gab. Also ich erinnere nur als vielleicht plakatives Beispiel an Dinge wie Ostpolitik. Also was in den 60er Jahren über Willy Brandt gesagt wurde, das hat man zum Teil vielleicht auch ein bisschen vergessen. Ich meine, unser Diskurs ist zum Teil auch, also nicht vergnügungssteuerpflichtig, das ist schon klar. Aber es ist ja nicht so, als wäre früher irgendwie alles harmonisch gewesen oder als hätte jeder gewisse Grenzen da auch immer automatisch eingehalten. Also insofern denke ich, ja, es gibt viele neue Konfliktlinien auch. Das macht die Welt auch komplizierter, keine Frage. Aber auch da würde ich, ohne jetzt hoffentlich zu naiv optimistisch zu klingen, sagen, das sind Sachen, die aber noch bearbeitbar sind, wenn man sich die Mühe macht, wenn man sich anstrengt und wenn auch die Institutionen sich halt entsprechend wandeln. Aber dann lassen Sie uns noch mal über wirkliche Grenzsituationen reden. Also wie viel muss, also Sie sagen ja im Grunde genommen, also Leute, die Demokratie kann viel aushalten und sie muss auch viel aushalten. Wir haben ja diese sehr schöne Formulierung der wehrhaften Demokratie, die ja dann im Grunde genommen so ein Stoppschild auch mal an einer Stelle aufstellt, allerdings keins, wo, was jeder gleich sieht, sondern was erstmal diskutiert werden muss, also zunächst im Parlament und dann im Verfassungsgericht. Wo würden Sie sagen, ist diese Grenze erreicht? Also wo ist sozusagen die Belastungsgrenze der Demokratie? Also ganz simpel gesagt, wenn diese demokratischen Grundprinzipien von Freiheit und Gleichheit systematisch in Frage gestellt werden, wenn man auch nicht sagen kann, naja, da gab es mal hier und da einen Ausreißer, sondern es gibt ein Muster, wo das getan wird. Also mit einem nichtdeutschen Beispiel, man hat ja lange immer noch sagen können, gut, der Trump, der hat über die Stränge geschlagen und so weiter. Aber irgendwann war dann halt so etwas wie ein Amtsenthebungsverfahren wirklich gerechtfertigt, weil man sagen konnte, nee, das hat Methode, das ist ein Muster, so ist der, der hat noch eine Strategie, die er damit verfolgt. Und vor dem Hintergrund ist es ein legitimes Demokratierettungsinstrument. Das klingt natürlich immer so leicht technokratisch, also Instrument, das ist ja auch nur als Fußnote immer so ein Problem in dem ganzen EU-Diskurs um Rechtsstaatlichkeit. Ja, das klingt ja immer so fürchterlich technokratisch, mechanistisch. Wir brauchen noch ein Instrument und noch einen Mechanismus und so weiter. Natürlich müssen da auch Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Also es ist ja nicht so, als sollte die Zivilgesellschaft sich dann zurücklehnen und sagen, okay, wir haben ja die wehrhafte Demokratie und wir überlassen das den Eliten oder die Gerichte oder Herr Timmermans in Brüssel, die werden das jetzt alles irgendwie für uns richten. Es ist völlig klar, dass das immer ein Zusammenspiel auch ist und letztendlich auch eine Urteilsfrage. Also man darf halt auch darauf hinweisen, dass
es ja an sich gar nicht so schlecht ist, dass in vielen Ländern, ja auch in der Bundesrepublik, natürlich letztendlich ein Gericht auch über diese Fragen entscheidet, aber natürlich die Initiative erstmal von Parteien kommen muss. Und es gibt ja auch andere Länder, die mit Verlaub viel zu viele Parteien verbieten. Türkei ist ein Beispiel dafür. Und da hat das Ganze so einen gewissen Automatismus. Und es gibt ja auch Situationen, wo es eigentlich gut wäre, wenn Politikerinnen und Politiker auch mit einem gewissen Augenmaß sagen können, okay, das gefällt uns nicht, wir finden das sehr problematisch, aber wir können das politisch bekämpfen und wir müssen nicht Gerichte einschalten, wir müssen nicht gleich zum Verbot greifen. Nur als Erinnerung daran, dass sozusagen dieser Spielraum, den man natürlich auch negativ sehen kann, man könnte ja sagen, das ist so ein Element von Willkür, das kann auch gefährlich sein, keine Frage. Aber prinzipiell ist das gar nicht so schlecht, dass da auch immer so ein bisschen Ermessensspielraum mit drin ist. Ich fand es interessant, dass Sie an einer Stelle in Ihrem Buch geschrieben haben, dass Goebbels 1940 darüber jubiliert hat, dass die Demokratie so bescheuert ist, die Instrumente zu ihrer Abschaffung selber zu ihnen an die Hand gegeben zu haben. Also das ist nicht das Spannende, aber das Spannende war das, was ich nicht wusste, dass er nach dem Krieg gesagt hat, hättet ihr 1925 ein paar von uns eingesperrt, wäre der ganze Spuk vorbei gewesen. Also müssen wir jetzt ein paar von denen einsperren. Das ist, ohne jetzt unzulässige Analogien zu machen, ist das eine Frage, vor der wir stehen? Also es gibt sicherlich einzelne Politikerinnen und Politiker, wo man sagen muss, Moment, da ist diese Grenze überschritten. Auch da würde ich aber sagen, gut, man kann sich immer noch ein bisschen überlegen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Man kann ja auch den Rechtspopulisten quasi ein Angebot machen und sagen, Leute, wenn ihr euch so und so auf eine demokratiekompatible Weise entwickelt, dann seid ihr halt vielleicht die Partei, die weniger Einwanderung will. Das kann man meiner Ansicht nach in der Demokratie fordern. Ist nicht meine Meinung, aber ich würde nie sagen, jemand, der sowas sagt, ist sozusagen automatisch undemokratisch oder mit dem darf man nie reden. Aber wenn man natürlich gegen Minderheiten hetzt, wenn man im Grunde auch gewisserweise den Grundkonsens der Bundesrepublik in Frage stellt, mit Bemerkungen wie Vogelschiss etc., dann hat das Ganze eine andere Qualität. Und dann ist in der Tat irgendwann die rote Linie erreicht. Vielleicht aber auch nochmal als anderen Gedanken, der in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist. In gewisser Weise hat Goebbels ja Unrecht gehabt. Die Nazis haben ja nicht wirklich aus eigener Kraft das Ganze geschafft. Sie brauchten ja auch die Kollaboration von konservativen Eliten und so weiter. Und auch ohne jetzt das irgendwie gleichzusetzen, völlig klar, darf man auch heute daran erinnern, dass eigentlich nirgendwo in Westeuropa oder Nordamerika Rechtspopulisten wirklich aus eigener Kraft an die Macht gekommen sind. Da hat es immer etablierte Kräfte gebraucht, die gesagt haben, okay, da machen wir mit, die zähmen wir, die rahmen wir ein. Und sehr häufig, gelinde gesagt, hat das so nicht funktioniert. Und das ist wiederum, denke ich, nicht ganz unwichtig nochmal zu erwähnen, weil wenn Sie und ich morgen jetzt bei Marine Le Pen vorstellig werden und sagen, wir möchten gerne nochmal die Demokratie diskutieren, weiß ich nicht, ob wir da vorgelassen werden. Aber wenn wir bei gewissen Mitte-Rechtsparteien vorgelassen werden und sagen, Leute, wir gucken, was ihr macht. Und wenn ihr euch so oder so verhaltet, zahlt ihr einen Preis dafür. So wie das beispielsweise bei der EVP und Orbán nie passiert ist. Also nie hat irgendjemand klar kommuniziert, wir wissen, was ihr da macht, was ihr da eigentlich toleriert. Ihr müsst da einen Preis für zahlen. 10 Jahre lang hat das so nicht funktioniert. Das wäre nochmal so ein Ansporn zu sagen, wir sollen auch nicht nur immer fokussiert sein auf beispielsweise Rechtspopulisten, sondern auch ein bisschen die Gesamtdynamik im Auge behalten und halt auch mal mit anderen Leuten reden und sagen, Moment, wir sehen, dass ihr gerade auf dem Weg seid, beispielsweise zu dieser Form von Kollaboration. Ich mache jetzt mal ein sehr konkretes Beispiel. Wir diskutieren ja im Moment gerade darüber, ob die politische, von der AfD anerkannte politische Stiftung staatliche Fördermittel bekommen soll. Es gibt einen ganzen Teil der Zivilgesellschaft, der sehr alarmiert ist, sehr besorgt ist, der sich nicht vorstellen kann, dass eine Stiftung, die sich einer Partei nahestehend fühlt, die genau das, was sie jetzt aufgezählt hat, Ungleichheiten und Minderwertigkeiten festzustellen im Programm hat, dass die Begabtenförderung machen oder politische Bildungsseminare und das mit staatlichem Geld, also im Grunde. Und da ist schon genau die Frage, bekämpfen wir das politisch, sagen wir, es geht nicht anders, es gibt eine Gleichbehandlung der politischen Parteien und alle politischen Parteien haben ihnen nahestehende Stiftung, oder sagen wir, nee, hier ist ein Stopp oder es gibt einen Preis. Also ich halte den Gedanken, dass man jetzt sozusagen selektiv Druck ausübt, auch mit finanziellen Mitteln, für problematisch. Also es gibt ja die Möglichkeit quasi der Parteienüberwachung. Wir haben ja einen Verfassungsschutz, der ist ja nur noch tätig geworden, oder versucht zumindest tätig zu werden. Es gibt die Möglichkeit des Parteiverbots. Es gibt
x Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft und auch für andere politische Akteure, da tätig zu werden. Aber wenn man jetzt anfängt zu sagen, okay, dann gibt es dafür kein Geld, aber gleichzeitig bezahlen wir ja auch noch die Diäten der Bundestagsabgeordneten. Aber da könnte man doch auch sagen, für Leute, die wir für potenziell oder de facto verfassungsfeindlich halten, die dürfen aber eigentlich da gar nicht so viel Geld bekommen. Also das war ja auch immer so ein bisschen die Diskussion um die Streichung von Mitteln für Länder wie Polen und Ungarn. Das ist zwar einerseits sicherlich gerechtfertigt, weil nichts anderes jetzt wirklich funktioniert hat. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, der Gedanke ist an sich schon etwas merkwürdig, zu sagen, zum Beispiel könnte man ja auch zu jemandem, einem Neonazi, jetzt mal sehr überspitzt gesagt, sagen, wir kürzen jetzt aber dein Arbeitslosengeld, weil du hast ja sozusagen die falsche Einstellung, du bist ja irgendwie so ein Bürger, der das Ganze hier ein bisschen in Gefahr bringt. Also insofern würde ich da vorsichtig sein, sozusagen auf diesem Wege Sachen zu machen, die eigentlich viel frontaler politisch erreicht werden könnten. Also Sie würden sagen, wir sollten das politisch angehen und nicht durch vorgängige, gesetzliche Veränderungen, wie das ja mit der Alterspräsidentschaft des im Bundestag geregelt worden ist, bevor die AfD in den Bundestag gekommen ist. Da gab es ja diesen Ich halte es für problematisch, dass man sozusagen den Rechtspopulisten damit so eine Steilvorlage liefert, weil sie es natürlich dann sehr einfach finden, ihren Anhängern und Anhängern zu sagen, schaut doch mal, wie sozusagen wir hier selektiv ausgeschlossen werden. Das zeigt doch nur, wie viel Angst diese Eliten vor uns haben. Das zeigt doch nur, dass wir immer die Opfer sind. Also das ist ja auch eine Methode, die bei Rechtspopulisten sehr beliebt ist. Also man stiftet auch Solidarität über geteilten Opferstatus. Sie erinnern sich an Trumps Rede, you're all victims. Ja. Das soll nicht heißen, dass man jetzt nichts machen kann, weil das könnte ja auch sozusagen diese Konsequenzen haben. Wir dürfen jetzt auch nicht immer nur sozusagen spekulieren, die könnten das aber so oder so in ihrer Rhetorik verwenden. Das wäre natürlich auch falsch, weil dann würden wir uns ja sozusagen von denen immer alles auch vorgeben lassen. Aber ich denke, es ist immer noch besser, eine Kombination zu haben aus wirklich politischem Kampf und dann aber auch der klaren Ansage, wenn sozusagen das wirklich ganz, ganz klar eine Höcke-Partei wird, ja, dann ist die Grenze aber auch wirklich überschritten. Und noch als letzte Bemerkung vielleicht, es ist ja schon erstaunlich, dass die AfD offenbar im Moment nicht mehr von der Pandemie profitiert. Die einzige Partei, die nirgendwo regiert, die Partei, die sich ja sehr profiliert hat, als wir sind, also angeblich, die Verteidiger der Freiheit und so weiter. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass diese Partei halt doch von vielen, vielen Bürgerinnen und Bürgern inzwischen doch als eindeutig rechtsextrem wahrgenommen wird. Und das ist ja wiederum in gewisser Weise auch ein Zeichen, dass die Strategie, die ja lange funktioniert hat, also morgens ist man bürgerlich und nachmittags bedient man aber auch noch eine ganz andere Klientel, was ja lange offenbar doch funktioniert hat, dass das eben so nicht mehr funktioniert. Und das sozusagen scheint dann aber auch erstmal so einen Deckel zu schaffen, was nicht heißt, alle Probleme sind gelöst, natürlich nicht, aber man hätte sich auch leicht ausmalen können, dass in so einer Krise das völlig anders läuft. Ich habe gedacht, es liegt vielleicht eher an ihrer These, dass die Zugehörigkeit, wer gehört dazu, wer gehört nicht, das einzige Thema ist. Und das ist jetzt gerade nicht das Thema. Also es gibt im Grunde genommen so eine Rethematisierung, die dazu führt, dass dieses eine Thema dieser Partei jetzt im Moment gar nicht realisiert. Ich da hatte so den Eindruck, dass das auch eine der Ursachen ist dafür, dass das nicht, dass die im Moment nicht so viel Aufwind haben, ganz abgesehen von diesen, von der Frage der inneren Debatten und Kämpfe, die da gerade ja massiv ablaufen. Aber jetzt gucken wir mal auf die Seite der Hoffnung. Ich hatte so, dass Sie hören ja auch mit Ihrem Buch dann auf, mit so einer kleinen Schlusskoda und sagen, ich zitiere es jetzt mal mit meinen Worten, mir fällt dann immer Václav Havels Definition von Hoffnung ein, dass nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich bei Ihrem Schluss hatte, dass das so auch Ihre Idee ist. Was Sie am Anfang auch schon gesagt haben, der erste Punkt ist ja, die Unzufriedenheit mit dem, wie Demokratie im Moment funktioniert, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass der Demokratie was zugetraut wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sozusagen die Enttäuschung schon mal der erste Grund zur Hoffnung. Welche Gründe gibt es noch zu hoffen, dass die Demokratie sich am eigenen Schopf aus der Krise ziehen kann? Also ich denke, es wäre hilfreich, wenn wir wegkämen von diesen sehr, sehr, sehr pauschalen Befürchtungen, was das angeht, was ich die kritische Infrastruktur der Demokratie im Buch nenne. Soll heißen, primär, aber nicht nur politische Parteien und auch Medien.
die seit dem 19. Jahrhundert eigentlich immer unabdingbar waren für das Funktionieren der repräsentativen Demokratie, Infrastruktur auch im Sinne von andere erreichen, von anderen erreicht werden, seine demokratischen Grundrechte, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, dadurch multipliziert sehen, dass das von Parteien aufgenommen wird, dass man sich einbringen kann, dass man auch seine Meinung vielleicht in Medien reflektiert sieht, etc. Da gab es ja bekanntermaßen in den letzten 10 Jahren auch einen unglaublichen Umschwung von einem Extrem ins andere. Also manche von uns sind alt genug, dass sie sich daran erinnern können, dass es ungefähr 2011 hieß, Facebook und Twitter sind jetzt also die großen Demokratisierungsinstrumente und die bringen uns jetzt sozusagen die demokratischen Revolutionen in aller Welt. 10 Jahre später schreiben Leute Sachen wie Facebook gleich der Faschismus. Das ist ein Zitat von jemand. Und da denke ich, so pedantisch das klingen mag, ist es natürlich wichtig, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Also noch jede Medienrevolution hat unglaubliche Ängste ausgelöst. Also man muss sich nur mal in Erinnerung rufen, was seinerzeit über das Radio gesagt wird, über das Fernsehen. Auch riesige Panikmache im Sinne von, jetzt ist aber Schluss mit unserem System, weil das ist reine Demagogie, das ist strukturell populistisch oder gar strukturell faschistisch. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass einerseits es ja wirklich so ist, dass auch sowas wie soziale Medien durchaus ja Zugewinn bringen können, was die Möglichkeit angeht, sich einzubringen im weitesten Sinne, Pluralismus zu haben etc. Also das sind die Banalitäten, die eigentlich vor 10 Jahren auch jeder schon so gesagt hat. Heute hat man völlig vergessen, dass all die Dinge, die wir für schlecht erachten, natürlich weniger mit der Technologie an sich zu tun haben, sondern sehr viel mit einem bestimmten Geschäftsmodell. Dass sozusagen Leute, jetzt sehr krass gesagt, natürlich systematisch auch aufhetzt zum Teil, weil wenn man aufgehetzt ist, dann bleibt man natürlich auf der Plattform. Damit verdienen, naja, Sie wissen schon wer, immer weiter Geld. Mit dieser ganzen Überwachungsmethode ist das ja sozusagen auch ein in sich perfektioniertes System. Aber es wäre völlig falsch zu sagen, das ist jetzt sozusagen, und die Technologie ist unser Schicksal, und das macht uns jetzt irgendwie automatisch die ganze Demokratie kaputt. Also das Plädoyer wäre einfach, und ich weiß, es klingt sehr pedantisch, zu sagen, gut, genauer hinschauen, nochmal genauer fragen, was wollen wir eigentlich von dieser Infrastruktur, was muss die eigentlich leisten, inwiefern tut sie es noch, inwiefern gibt es da auch Verbesserungsbedarf, auch bei Parteien, das ist ja vielleicht mit Verlaub auch nicht alles perfekt, und was kann man da machen? Und wie kann man vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger selber in die Position bringen, dass sie selber sich mehr um diese kritische Infrastruktur kümmern und auch nicht da wieder sagen, gut, die Eliten werden das schon irgendwie richten. Aber das Interessante an Ihrem Buch ist ja, dass die letzten Worte gar keine Worte sind, sondern ein Name, Edward Snowden. Ich habe das so gelesen, dass Sie sagen, okay, ich diskutiere das, was Sie jetzt angedeutet haben, sozusagen das Thema von Shoshana Zuboffiz hier nicht ausführlich. Gibt es viel Literatur dazu zum Überwachungskapitalismus und Facebook als kommerziellem Überwachungsunternehmen oder so nennen Sie das. Aber ich gebe schon den Hinweis, dass das hier eine Gefahr für die, wir haben jetzt viel über Gleichheit geredet und das andere Prinzip der Demokratie, die Freiheit, dass ich hier schon Gefahren für Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern sehe. Und wie schätzen Sie das ein? Also das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Schlenker zum Thema politische Bildung. Wie kommen Bürgerinnen und Bürger dazu, ihre Rechte wahrzunehmen? Weil ja der Eindruck von vielen, die alarmiert sind, die sehen, wie der Überwachungskapitalismus Schritt für Schritt zu Entmündigung führt, dazu, dass Menschen sich da auch in Systeme hineinziehen lassen, aus denen sie nicht wieder rauskommen. Bis hin zu Hate Speech, Desinformation und so. Wie schaffen wir das, dass Bürgerinnen und Bürger sich ihrer Grundrechte auf eine ganz neue Weise in einem völlig neuen Medium bewusst werden und dann auch die Initiative ergreifen? Also irgendwo ist ja da so ein Gap im Moment. Und wie lösen wir das? Also wir versuchen das natürlich mit politischer Bildung und es interessiert mich, ob Sie das als ein erfolgversprechendes Mittel betrachten oder ob Sie bessere Instrumente anzubieten haben. Ich bereite jetzt meinen Instrumentenkasten hier aus und werde in den nächsten 3 Stunden die mal alle 1:1 durchdeklinieren. Dann probieren wir die hier alle aus in der Richtung. Genau. Ich würde noch mal auf 2 Dinge hinweisen. Einerseits, denke ich, darf man auch immer nicht vergessen, dass natürlich Freiheit auch potenziell immer Friktion heißt. Also man zettelt Konflikte auch an, man bringt sich ein und das ist halt nicht immer alles harmonisch und kann auch Widerspruch hervorrufen und es ist halt nicht immer unglaublich angenehm. Aber das ist noch nicht an sich das Problem. Und
solange man lernt, auch mit Widerspruch zu leben und auch nicht dann mit Verlaub immer sofort schreit, oh, ist ja Cancel Culture, wenn jemand mir mal irgendwie was entgegenhält und so weiter, dann denke ich, kann man solche Sachen auch einüben. Und da ist natürlich politische Bildung nach wie vor sehr wichtig, dass man einfach auch Praktiken über die Zeit ein bisschen übt, ganz verschiedene Leute kennenlernt, was natürlich in Pandemiezeiten besonders schwierig ist. Also wir können sehr viele Dinge über Zoom machen. Wir können ganz sicher nicht spontan Leute auf Zoom treffen. Also das sind Sachen, die sind, glaube ich, da muss man nicht das Rad nochmal völlig neu erfinden. Aber was auch stimmt, ist natürlich, dass viele dieser Dynamiken, die wir beispielsweise in den sozialen Medien erleben, ja nicht völlig autonom sind. Wir leben ja in dem, was einige von unseren Kollegen ein hybrides System nennen, wo also die sogenannten alten Medien immer noch unglaublich wichtig sind. Also einer der Fehler bei Trump war ja auch zu sagen, das sind jetzt alles die Russen schuld oder das ist jetzt alles nur Facebook. Bekanntermaßen haben die alten Medien, ich brauche den berühmten Fernsehsender, der eine Rolle gespielt hat, glaube ich, gar nicht nochmal extra erwähnen, die haben ja so gewisse Muster erstmal erzeugt. Und in diese Muster haben sich dann auch die sozialen Medien zum Teil eingefügt. Und da würde ich, ohne jetzt also zu naiv und blauäugig zu sein, auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich in Deutschland man nochmal sehr viel besser aufgestellt ist, was diese Infrastruktur angeht. Und dass man das natürlich auch pflegen muss und schauen muss, dass auch Journalistinnen und Journalisten zum Teil nicht in die Fallen rennen, die ihnen auch hier wieder Rechtspopulisten sehr gerne stellen, also wo man ja auch zum Teil bewusst gegen Öffentlichkeiten im Netz aufbaut, unglaublichen Druck ausübt und sagt, ihr seid ja sowieso alle linksliberal versifft, das wissen wir ja, ihr müsst uns erstmal beweisen, dass ihr wirklich neutral seid und objektiv. Wie beweist ihr uns das? Indem ihr immer unsere Themen bringt, sonst glauben wir euch das nicht. Oder indem ihr auch alles sozusagen nach dieser Methode darstellt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Die eine Seite sagt, die Pandemie ist gefährlich und man sollte einen Impfstoff entwickeln. Die andere Seite sagt, man könnte ja auch Desinfektionsmittel spritzen und mal gucken, was dann passiert. Also das sind alles keine großen Neuigkeiten, aber wenn man sich so die letzten 4, 5 Jahre anschaut, sieht man eben leider doch, dass sehr, sehr viele Leute, die eigentlich auch sich von Berufswegen mit diesen Sachen beschäftigen, zum Teil doch verwundbarer waren, als man gedacht hätte. Und wenn man sich das nochmal ruhig durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man vielleicht auch, okay, wir können da robuster werden, wir müssen nicht alles total neu erfinden, aber man muss sich auch ein bisschen zurückbesinnen auf das, was diese Institutionen und zum Teil auch gewisse Berufsgruppen eigentlich genau leisten sollen. Und wir haben natürlich das Thema, an dem wir in der Böll auch arbeiten, das Sie auch erwähnt haben. Wir müssen eben aufpassen, dass diese Infrastruktur, die wir haben und die Professionalität, dass die uns nicht unter der Hand wegbröselt, Stichwort lokale Medien, Stichwort Bürgerjournalismus und natürlich auch Stichwort öffentlich-rechtliche Medien. Wir sehen ja auch in Deutschland Angriffe auf das öffentlich-rechtliche Mediensystem. Möglicherweise werden die jetzt hoffentlich etwas stiller, weil wir gesehen haben, wie wichtig und wie zentral, und da gibt es ja Beispiele nicht nur aus Deutschland, sondern auch Stichwort Australien, die Vorwarnung der Buschbrände, die dann plötzlich nicht mehr funktioniert, wenn der Rundfunk nicht mehr öffentlich-rechtlich ist, wie wir gleichzeitig diese Institutionen erhalten und diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit, dem sie ja auch irgendwie offen gegenüberstehen, gleichzeitig bewältigen. Das ist eine ganz schöne Quadratur. Also gerade das, was manchmal so altbacken klingt, also Lokaljournalismus, ist natürlich unglaublich wichtig, weil, also gerade auch in den USA, ist es ein ganz eindeutiges Muster, dass halt Millionen von Leuten inzwischen in diesen sogenannten News Deserts, also quasi Wüsten, wo es überhaupt keine lokalen Nachrichten mehr gibt, leben. Wenn es dann überhaupt noch Medien gibt, dann wird das auch sozusagen mit nationalen Themen gefüllt. Das muss nicht immer Kulturkampf sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das eher noch in Richtung Polarisierung geht. Natürlich wäre es auch jetzt sehr kitschig zu sagen, wenn man sich so lokal kennt, dann ist immer irgendwie alles harmonischer. Also jeder, der schon mal so einen richtig knalligen Nachbarschaftsstreit hat oder in einer Eigentümergemeinschaft ist, wird sofort sagen, nee, ist genau das Gegenteil. Aber grosso modo ist es immer noch so, dass man bei im weitesten Sinne lokalen Themen immer noch sehr viel eher vielleicht bereit ist, pragmatisch zu sein und zu sagen, gut, wir wissen ja wirklich, was die Probleme sind, sei es jetzt irgendwie das lokale Abwasserproblem. Und das können wir irgendwie noch gemeinsam lösen und da müssen wir nicht sofort immer einsteigen mit kulturellen Zuschreibungen und wir sind der so und so Stamm und ihr seid die ganz anderen. Und das ist halt aus ganz, ganz spezifischen Gründen weggebrochen. Sie haben das ja auch angedeutet, nachdem sozusagen die ganze Werbung abgesaugt wurde von bekanntermaßen Facebook und Google.
konnten diese Institutionen sich nicht mehr finanzieren. Aber da gibt es ja auch Lösungsansätze. Das ist jetzt auch nicht eine Sache, wo man jetzt defätistisch sagen muss, oh, da fällt uns aber überhaupt nichts ein. Es ist tragisch, dass bei dem, was jetzt in Australien passiert ist, offenbar das meiste Geld wieder an Murdoch geht, ja? Was natürlich auch wiederum die These bestätigt, dass die Medien, die eh schon mächtig sind, auch bei solchen Themen dann wieder einen Weg finden, dass sie im Grunde nicht sozusagen bei der Reparatur dieser demokratischen Infrastruktur wirklich mithelfen, sondern das Ganze eher noch schlimmer machen. Aber der Grundansatz ist ja nicht falsch, dass man sagt, gut, dieses Geld kann man sehr wohl dafür benutzen, dass diese lokalen Institutionen uns erhalten bleiben. Und das hat man natürlich in der Pandemie nochmal sehr deutlich gesehen, dass Leute ja gesagt haben, Mensch, ich muss aber wissen, was lokal jetzt wirklich los ist. Da hängt vielleicht mein Leben von ab und ich habe hier keine verlässlichen Informationen. Ja. Wir sind jetzt eigentlich an dem Zeitpunkt angekommen, an dem wir Sie, liebe Zuschauer und Zuschauer, liebe Mitdenkende, nochmal einbeziehen wollen. Und ich würde jetzt gerne an Roman Leandro Schmidt nochmal das Wort geben, um ein paar Fragen von Ihnen hier hineinzuspielen. Aber ich selber habe auch noch einen und hoffe, dass dafür noch Zeit bleibt. Ja, dafür bleibt bestimmt noch Zeit, denn es ist bisher so, dass die Debatte so anregend war, dass sich nur wenige Wortmeldungen im Chat gefunden haben. Das gibt mir wiederum Gelegenheit, auch noch eine Frage loszuwerden. Die will ich auch nutzen. Sie haben, Herr Müller, ein Thema schon angeschnitten, nämlich die Frage nach der Identitätspolitik. Und da würde mich interessieren, Sie haben in der NZZ of all places, wenn man das so sagen darf, einen pointierten Beitrag über die Dünnhäutigkeit des liberalen Mainstreams in Deutschland verfasst. Und mich würde einfach interessieren, die Sie jetzt auch schon lange in den USA sind, wie Sie eigentlich von dort aus diese deutsche, ich würde sagen, sehr deutsche Debatte um Identitätspolitik wahrnehmen, gerade vor dem Hintergrund von Repräsentation und Demokratie, das ja das Thema ist, das uns in der Serie hier beschäftigt. Und die zweite Frage wäre die nach den Regeln für die Demokratie und dem Gewinnen und Verlieren in der Demokratie, vor allem vielleicht dem Verlieren. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit in der jüngeren Vergangenheit sehr unterschiedliche Modi des Verlierens in der Demokratie gesehen, international, aber auch jetzt jüngst in Deutschland. Und deshalb an Sie einfach die Frage, wie verliert man demokratisch und vielleicht auch, wie gewinnt man demokratisch? Danke. Also zur ersten Frage. Im Grunde ist das ja ein Thema, was sich auch klassisch demokratisch bearbeiten lässt. Es wird ja zum Teil so dargestellt, als könnte man über Identitäten überhaupt nicht verhandeln. Früher war es angeblich alles so viel einfacher, weil da ging es nur um materielle Interessen. Jetzt plötzlich geht es um Identitäten und Anerkennungsansprüche und so weiter. Da kommen wir gar nicht mit zurecht. Das ist natürlich insofern Unsinn, als dass A, es früher auch nicht immer so zuging, wie man es heute gern idealisiert. Also es war ja nicht so, als seien beispielsweise Sozialisten nur so eine Art Lobby für Lohnarbeiter gewesen, sondern ging es auch um Anerkennung von gewissen Kulturen und nicht nur um sozusagen kleine materielle Gewinne oder bessere Arbeitsbedingungen. Und zweitens ist ja viel von dem, was heute als Anspruch gestellt wird, legitim ja in vieler Hinsicht, im Grunde auch eine Frage von Verteilung. Also wie werden Rechte verteilt, beziehungsweise wie kann man auch dafür sorgen, dass Rechte, die eigentlich schon längst existieren, also nicht von der Polizei erschossen werden, nicht vergewaltigt werden, wie kann man dazu kommen, dass man das richtig durchsetzt? Jetzt erlauben Sie mir noch eine böse Bemerkung, weil Sie ja noch auch spezifisch gefragt haben nach der deutschen Debatte. Natürlich gibt es da sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die, glaube ich, ernsthaft Sorgen haben und mit denen man auch gut reden kann. Zum Teil scheint es mir aber auch so, als sei das so ein bisschen wie Wirecard für konservative Intellektuelle. Also da wird einem was von der großen, weiten Welt erzählt und dann kommen drei Anekdötchen aus USA, ganz schlimme Sachen mit irgendwie Essen auf dem Campus und irgendjemand musste da in den Safe Space und so weiter. Und man verfällt also in totale Panik und glaubt das alles so. Ich will damit nicht sagen, dass nur weil ich halt zufällig in den USA lehre, ich das alles besser weiß und Ihnen alles sozusagen 100% empirisch richtig erklären kann. Aber zum Teil ist das wirklich verdammt verzerrt, was da immer und immer und immer wieder behauptet wird. Und eine gewisse Skepsis gegenüber einigen dieser Behauptungen, eine gewisse Gelassenheit, gewisser Anspruch auch zu sagen, gut, vielleicht haben wir früher nicht so viel Widerspruch gehabt, aber das ist eigentlich völlig legitim. Es sind halt neue Stimmen mit dabei und das macht das Leben für manche, die es nicht gewohnt sind, vielleicht schwieriger, aber eigentlich ist es alles völlig in Ordnung. Das wäre meine Antwort auf diese Geschichte.
zur Frage des Verlierers. Das ist ganz wichtig und das hat uns ja indirekt natürlich Donald Trump wirklich sehr, sehr anschaulich, gelinde gesagt, vor Augen geführt, dass die Demokratie gute Verlierer braucht. Und man kann das ja auch etwas subtiler machen als Trump. Man muss ja nicht immer gleich seine Anhänger und Anhänger sozusagen aufhetzen und gen Kapitol schicken. Es ist ja eine in vieler Hinsicht schon bewährte Methode, auch hier spezifisch nochmal von Rechtspopulisten, dass sie bei verlorenen Urnengängen immer noch mal so nachtreten und sagen, na ja, okay, wir geben vielleicht doch zu, dass wir verloren haben. Aber eigentlich will das Volk ja was ganz anderes. Also konkretes Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht noch an Norbert Hofer bei der österreichischen Präsidentschaftswahl 2016, wo er sich dann doch nicht gescheut hat, Alexander Van der Bellen noch mal so nachzurufen. Er ist gezählt, aber nicht gewählt. Was ja sozusagen diese Schere aufmacht zwischen diesem vermeintlich auch hier wieder mechanistischen Prozedere, wo man halt so Wahlzettelchen reinsteckt und dann wird gezählt, so ganz mechanistisch. Die Sachen, die Carl Schmitt schon in den 20er Jahren diffamiert hat, ja, das ist also nur Statistik und so. Der wahre Volkswille ist ja was ganz anderes. Das kann ja auch per Akklamation passieren, das kann ja geradezu mystisch sein, wie sich das eigentlich ausdrückt. Und mit Verlaub, sowas haben wir ja vielleicht auch kürzlich in Deutschland erlebt, mit einem nicht ganz unbekannten Politiker aus dem Süden des Landes, der dann sozusagen die Basis in Stellung gebracht hat gegen die Hinterzimmer. Und jeder Politiker ist ja berechtigt zu sagen, Mensch, aber ich finde schon, meine Sachen sind eigentlich richtig und ich finde es nicht gut, dass jetzt der so und so gewonnen hat oder nominiert wurde. Aber dann gibt es halt keine andere Möglichkeit, als sich zu gedulden, nochmal für die eigene Position zu werben. Und das ist ja wiederum auch eine Ressource der Demokratie, dass sie, so banal es klingen mag, dass sie Zeitlichkeit vorstrukturiert und dass sie sagt, gut, du als Verlierer weißt aber, in 4, 5, wann auch immer Jahren hast du wieder eine Chance. Und das ist eine Ressource, die du jetzt auch nutzen kannst. Und es gibt ja immer so diese leicht klischeehafte Formulierung von sich in der Opposition neu aufstellen. Das wird ja einigen Parteien schon seit vielen Jahren geraten. Einerseits ist es natürlich banal, andererseits kann man auch sagen, gut, Oppositionen, die sich nicht total im Tagesgeschäft aufreiben, haben vielleicht aber zum Teil auch die Möglichkeit, nochmal über Grundsätzliches neu nachzudenken, nochmal Strategiefragen neu zu sehen, nochmal neue Stimmen zu Wort kommen zu lassen, auch in den innerparteilichen, pluralistischen Prozessen, die wir auch nicht unterschätzen sollten. Das sind all die Sachen, wo Trump auch wirklich sozusagen immer genau das Gegenteil gemacht hat. Weil er hat ja seine Partei mehr oder weniger in einen Personenkult umfunktioniert. Innerparteilichen Widerspruch durfte es überhaupt nicht mehr geben. Wer gegen ihn ist, ist quasi automatisch Verräter. Das sind Sachen, die alle in eine gefährliche Richtung deuten. Aber bevor ich jetzt in den Vorlesungsmodus verfalle, höre ich hier mal auf. Also ich habe an zwei Stellen würde ich einmal einhaken. Die Söder-Geschichte, da ging es da nicht auch um etwas, was Sie nach meiner Erkenntnis sehr hochschätzen, nämlich um innerparteilichen Pluralismus. Also ich meine, es gibt ja wirklich eine Debatte. Es gibt ja eine sehr harte und scharfe Richtungsdiskussion in der Union. Und war das nicht auch richtig zu sagen, ich innerhalb dieser nicht geregelten Verfahren, so, was auch ja interessant war zu sehen nochmal, hatte man jetzt nicht so drüber nachgedacht, dass es das gar nicht gibt. War das nicht eher sozusagen so ein Ausdruck eines ausgetragenen, also personell ausgetragenen Richtungskonfliktes innerhalb der Partei, der ja auch jetzt erstmal zu einer gewissen, ja, ich sag mal, Klärung auch geführt hat? Das klingt auch wieder immer so sehr altbacken, wenn man sagt innerparteilichen Pluralismus, dann denken alle sofort an irgendwelche Gremiensitzungen bis spät in die Nacht und sozusagen wer am längsten sitzen bleibt, der setzt sich durch. Also man soll das alles sicherlich nicht idealisieren, aber zwei Vorteile sind eben doch damit verbunden. Das eine ist halt wirklich so hochgestochen, es klingen mag, dass halt idealerweise wirklich mehr Ideen diskutiert werden, also dass es wirklich so einen gewissen epistemischen Vorteil hat. Und es hat halt den anderen Vorteil, dass die Verlierer, die es ja dann auch notwendigerweise geben muss, vielleicht das Gefühl haben, gut, ich konnte aber wirklich meine Seite auch darstellen. Das kann man auch nachweisen, dass, wenn es nur so eine Art Plebiszite gibt, dass dann Leute, die verloren haben, auch eher bereit sind, aus der Partei ganz wegzugehen. Während diejenigen, die wirklich debattieren können, haben gesagt, oh, ja, ich hatte die Chance, ich habe halt verloren und jetzt kann ich auch sowas wie kritische Loyalität ausüben. Und das ist halt sehr wichtig. Das gibt es halt auch beispielsweise bei Trump überhaupt nicht mehr. Das darf ja keiner irgendwie kritisieren und gleichzeitig als loyal gelten.
Also insofern ist es schon auch sehr gut, dass das ja im Grundgesetz mehr oder weniger vorgegeben wird. Damit es nicht immer alles so einseitig klingt heute Abend, würde ich auch mit Verlaub sagen, dass bei den Grünen man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Konflikt über Ideen gewünscht hätte und nicht nur über Personen, sodass vielleicht auch Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hatten, okay, ich habe auch ein Gefühl dafür, was es eigentlich für Alternativen gibt bei manchen Themen und wie da auch die innerparteilichen Strömungen genau aussehen. Dass das nerven kann, dass das natürlich auch von den Medien immer sofort potenziell dargestellt wird, als das sind zerstrittene Haufen, die wissen selber nicht, was sie wissen und so weiter, ist klar, die Gefahr ist immer da. Aber wenn es gut läuft, dann hat das Ganze wirklich einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert, nicht nur für die Partei, sondern für die Demokratie als Ganzes. Also würden Sie sagen, dass das so wie die Spitzenkanzlerkandidatur aus Guckung bei den Grünen gelaufen ist, auch etwas Undemokratisches dann hatte oder etwas, was dem innerparteilichen Pluralismus nicht, den es ja durchaus gibt, nicht gerecht geworden ist? Also ich halte die Kritik für berechtigt, dass es da mehr Pluralismus hätte geben können, ohne dass sofort das Bild entstanden wäre von wegen zerstrittener Haufen und die Flügel wissen ja gar nicht, was sie eigentlich wollen und so weiter und so fort. Und ein Grund ist halt, dass sozusagen, wenn mehr wirklich Ideen auch in ihren Spielarten auf dem Tisch liegen, dass das ja zum Teil auch wiederum den Eindruck vermeidet, als gäbe es immer nur die eine richtige Lösung. Das ist ja auch zutiefst undemokratisch zum Teil. Also Follow the Science ist ja nun auch nicht unbedingt ein sehr demokratischer Slogan. Und da, denke ich, gibt es Spielraum. Aber wie gesagt, dass das sozusagen, dass es da wiederum auch Grenzen geben muss, ist auch klar. Also Leute gehen ja auch nicht in Parteien, weil sie jetzt endlos pluralistisch sind im Sinne von, oh, ich bin für alles offen. Ja, Leute haben ja auch geteilte Prinzipien, die wollen ja in eine bestimmte Richtung. Das ist ja auch völlig legitim so. Aber man darf halt auch über Grundprinzipien immer wieder streiten und idealerweise verfeinert man vielleicht auch das Verständnis dieser Prinzipien dann und am Ende kommt idealerweise für alle irgendwas Gutes dabei raus. Jetzt ist mein Stichwort nochmal die Plebiszite. Das hatten Sie zwischendurch angedeutet. Jetzt haben wir über Parteien geredet und darüber, wie die den politischen Konflikt regulieren, strukturieren und politische Zeiten einteilen und was Sie zählen ja einiges auch auf. Jetzt sind ja viele der Meinung, die repräsentative Demokratie, die eben über, wie Sie sagen, freie Medien funktioniert, über Rechtsstaatlichkeit funktioniert, über Parteien als Bündelung von politischen Ideen, das muss ergänzt werden. Es reicht offensichtlich nicht aus, Bürgerinnen fühlen sich repräsentiert, jetzt wird viel ausprobiert und eine der erfolgversprechenden und auch nachgewiesen guten Methoden ist es, nicht unbedingt sozusagen das Bürgerbegehren, das gibt es ja schon länger und das ist jetzt natürlich dadurch, dass die Rechtspopulisten das auch fordern, so ein bisschen meiner Meinung nach zu Unrecht, aber in die Kritik geraten. Jetzt gibt es dieses sich bewährt habende System der Bürgerinnenräte, der Zufallsbürger, wie auch immer man das, wie immer wir das nennen, dann wird das Thema Irland angeführt, ein schwerer gesellschaftlicher, kultureller Konflikt, der dadurch abgeräumt worden ist und dann auch von den gewählten Gremien ja bestätigt und beschlossen wurde. Jetzt haben Sie aber, so habe ich das verstanden, daran auch eine Kritik geübt und gesagt, das löst, Leute, das löst aber die gesellschaftlichen Konflikte nicht. Und jetzt interessiert mich das, weil wir natürlich auch sehen, in Baden-Württemberg gab es ein eigenes Staatsministerium, oder gibt es ein eigenes Staatsministerium, die sehr erfolgreich, gerade auf der lokalen Ebene, über die wir vorhin gesprochen haben, solche Konflikte lösen, dadurch, dass eben so eine Durchschnittlichkeit von Bürgerinnen und Bürgern an einen Tisch kommt. Was ist daran jetzt zu kritisieren als Ergänzung, nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie? Also ohne jetzt zu viel an dieser Geschichte rumkritteln zu wollen, denke ich, ist es einerseits sehr, sehr sinnvoll, wenn man Bürgerräte als, wie Sie sagen, Ergänzung im Kontext von anderen Verfahren in Institutionen gebraucht. Also klassisches Beispiel ist, man macht eine Volksbefragung, das ist ja völlig legitim, auch wenn da zum Teil ja in Deutschland immer so ganz schnell die großen demophoben Bedenken im Raum stehen. Aber man bereitet das eben systematisch durch so einen Rat vor und da können ja dann auch Bürgerinnen und Bürger selber das Gefühl haben, hey, da ist ja jemand wie ich, ja, die können sich auch über solche Sachen austauschen. Das macht es für mich viel leichter, das zum Teil nachzuvollziehen. Es gibt ja auch das Modell, wo dieser Rat dann auch eine gewisse Empfehlung sozusagen abgibt und sagt, wir als in Anführungszeichen ganz normale Leute sind letztendlich der Meinung, es sollte so und so sein. Das halte ich alles für völlig sinnvoll. Vor allem ist es sinnvoll in Kontexten, wo mit Verlaub Parteien in eigener Sache entscheiden müssen.
dass das nicht immer so gut klappt bei Parteienfinanzierung, bei Verkleinerung des Bundestages, braucht man, glaube ich, nicht lange diskutieren. Aber es gibt halt auch Kolleginnen und Kollegen, die wirklich inzwischen der Meinung sind, wir sollten die Parteien quasi ganz abschaffen. Und idealerweise wäre es repräsentativer, wenn wir nur noch Räte machen würden. Weil Parteien ist ja Oligarchie, das ist ja gleich Ungleichheit, da verfestigen, das wissen wir ja eigentlich seit 100 Jahren, dass das sofort durch Bürokratie dann Oligarchie ergibt und so weiter und so fort. Und die Kritik ist ja auch nicht völlig unberechtigt, mit Verlaub an Parteien. Aber da ist halt auch immer eher die systemische Frage, wie offen ist denn ein Parteisystem auch für was Neues? Und auch hier wäre die Frage des Verlierers noch einmal nicht ganz unwichtig. Also wenn es wirklich so weit kommen würde, wie einige von meinen Kolleginnen und Kollegen das möchten, dass diese Räte auch wirklich entscheiden, dann sind wir alle anderen ja außen vor. Dann sozusagen können wir uns ja nicht mehr wirklich beteiligen. Also das, was wir in der repräsentativen Demokratie ja ständig machen können. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, gegen mich ausgeht und der Rat beschließt irgendwas, was ich für völlig falsch halte, was mache ich dann? Und das führt dann, also um es jetzt sehr krass zu sagen, zu der Schlussfolgerung, die auch schon einige Kolleginnen und Kollegen in der politischen Theorie vorgetragen haben, die gesagt haben, wenn es nur noch solche Räte gäbe, haben wir potenziell den Bürgerkrieg. Das mag irre klingen, aber die Logik ist halt zu sagen, Wahlen entscheiden halt, sozusagen zeigen ein Kräfteverhältnis. Aus knallhart realistischer Perspektive würde ja der Verlierer immer vor allem auch verstehen, Moment, wir sind in der Unterzahl, es hat gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier irgendwie einen großen Konflikt anzetteln, der irgendwie gewalttätig werden könnte. Wir warten lieber 4-5 Jahre. Und ich will nicht behaupten, dass man da bei Bürgerräten nicht auch andere Lösungen finden könnte. Auch da kommt es immer darauf an zu differenzieren. Aber man müsste zumindest ein bisschen mehr darüber sagen, wie diese Dimension wirklich erfolgreich abgedeckt wird. Aber nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich finde diese Experimente alle wichtig, nur eben bitte nicht als Ersatz. Genau. Also kommen wir im Grunde genommen zurück, dass wir zur These, die Sie, glaube ich, trotz des Wortes Ungewissheit vertreten, dass wir uns dran machen müssen, die Institutionen zu stärken und zu gucken, was schwächt eigentlich die Institutionen und den Zusammenhalt der Institutionen und wie sind eigentlich die dahinterliegenden Regeln. Ohne dass Sie, ich musste natürlich auch ein bisschen ans Böckenförde-Theorem denken, aber das meinen Sie nicht, sondern ganz konkret zu sagen, wie wird Gleichheit und wie wird Freiheit eigentlich gespielt in diesen Institutionen und wie viel Toleranz, Ambiguität, wie viel Reformfähigkeit steckt da eigentlich drin. Also Herr Müller, ich hoffe, wir kommen auf die hoffnungsvollen Wege, die Sie so ein bisschen am Ende aufzeigen. Und wenn ich das richtig verstehe, vielleicht diese letzte Frage noch, dann machen wir es rund. Ungewissheit heißt ja in Bewegung bleiben, also nichts sozusagen für gegeben und statisch zu nehmen, sondern in einer Dynamik zu bleiben. Sehen Sie die Institutionen der Demokratie dafür fit, diese Ungewissheit zu absorbieren oder weiterzutreiben oder bleibt am Ende doch die Sorge größer? Also solange diese kritische Infrastruktur der Demokratie halbwegs in Ordnung ist, kann die Demokratie eben genau das leisten. Also Ungewissheit heißt ja erstmal nur ganz banal, man sollte idealerweise nicht wissen, wie die Wahlen ausgehen. Wenn man das will, dann ist man in Nordkorea oder zum Teil auch in Ungarn ganz gut bedient. Aber es soll halt auch diesen dynamischen, kreativen Charakter der Demokratie abbilden und sagen, es können immer wieder völlig unerwartet Leute auftreten und sagen, hey, ich stelle einen Repräsentationsanspruch. Deswegen ist halt auch diese Kritik an der Identitätspolitik so verfehlt, dass man das irgendwie jetzt plötzlich nur nervig findet und das macht unseren Zusammenhalt kaputt und wir müssen doch nur über das Gemeinsame reden und das ist doch alles zu gefühlig. Das war schon immer in der Demokratie da, dass Leute einfach gekommen sind und gesagt haben, hey, hier gibt es was wir nicht sehen, hier gibt es was wir übersehen, folgt mir. Und oft verpufft das natürlich, klar, aber ab und zu klappt das halt auch. Und solange das gewährleistet ist, solange dieser Zugang da ist, und solange auch andere sozusagen ihre Freiheitsrechte, über die wir ja auch geredet haben, nutzen können und sagen, ja, da kann ich mitmachen. Und das geht zwar nicht immer erfolgreich aus. Und um noch auf was Aktuelles anzuspielen, okay, am Ende muss dann auch ein Pablo Iglesias sagen, es hat nicht wirklich geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es gibt nun mal diese Partei Podemos und irgendwas haben wir vielleicht doch getan. Und es ist vielleicht doch besser, als was wir vor 10 Jahren hatten mit 2 Volksparteien, zum Teil auch sehr korrupt, die sich immer abgewechselt haben. Da war noch mehr Spielraum drin. Und das, denke ich, überzeugt Bürgerinnen und Bürger dann schon, dass sie sagen, da ist noch was zu holen in dem System und wir wenden uns da nicht völlig von ab.
Also das ist jetzt mein armseliger Versuch, doch noch so die Kurve zu kriegen zum Wo bleibt das Positive. Ja. Gut, wir bleiben im Gespräch, lieber Jan Werner Möller. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Um die Spielregeln der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal aufzugreifen, noch zwei letzte Hinweise. Wir würden uns sehr freuen über Ihr Feedback zu unserer heutigen Veranstaltung. Der QR-Code, den Sie dann auf der Schlussfolie sehen, der führt direkt zu einer kurzen Umfrage und es wäre super toll, wenn Sie die kurz beantworten, Fragen, Meinungen zu diesem Gespräch, zu dieser Veranstaltung. Und Roman Leandro Schmidt hat schon darauf hingewiesen, am 31. Mai wieder um 7 hier aus dem Böll-Studio gucken wir gemeinsam mit Claudia Gatzka und Anna Lührmann auf eine demokratische Spielregel. Deine Stimme für Berlin? Fragezeichen über den Wahlkampf im Wahlkreis. Wir freuen uns sehr, Sie in 2 Wochen wiederzusehen. Machen Sie es gut. Bis dahin herzliche Grüße aus dem Böll-Studio.